Servus Leute, zu einem kleinen Status-Update. Dem einen oder anderen ist es vielleicht aufgefallen, der auf meinem Kanal in letzter Zeit vorbeigeschaut hat. Ich bin jetzt in einem neuen Netzwerk, nämlich dem Alliance Network. Früher hieß dieses Netzwerk GameStar and Friends, mittlerweile heißt es Alliance und vielleicht kennt ihr sogar einen Teil der Inhaber, nämlich PietSmiet. Ich bin froh, dort zu sein. Ganz ehrlich, es war ein Traum von mir, schon seit ich mit YouTube begonnen habe, irgendwann mal im GameStar-Netzwerk zu sein. So habe ich mir gedacht. Und jetzt ist der Traum wahr geworden. Warum habe ich mich dort beworben? Ja, gut. Es ist schwierig, alleine auf YouTube irgendwas zu schaffen. Und es ist auch mit der Zeit langweilig, alleine was zu schaffen. Ich hoffe, dort vielleicht ein paar Gleichgesinnte zu finden, die mit mir ein paar Kooperationen bzw. ein paar Togethers machen könnten. Ein paar Coop-Titel einfach zusammen, das wäre einfach total genial, finde ich. Und bestimmt wäre es auch für euch ein Mehrgewinn, wenn ihr einfach ein bisschen die Interaktion im Let's Play sehen könnt und dabei, ja, den Spaß auch mehr erlebt. Gleichgesinnte und noch zusätzlich einen persönlichen Support und besseren, qualitativ besseren Support. Was will man mehr in einem Netzwerk? Dafür sind YouTube-Netzwerke nämlich eigentlich da. Und da fühle ich mich bei Alliance, glaube ich, ziemlich gut geborgen. Mal schauen, was die Zukunft bringt. Auf jeden Fall, der Anfang war nicht schlecht. So, außerdem möchte ich mit euch über zukünftige Projekte reden. Also nahe, sowie auch ferne Zukunft. Was ich halt bisher schon zumindest nahezu fest geplant habe auf meinem Kanal. Nämlich das nächste Projekt wäre Grey Goo. Das sagt vielleicht dem einen oder anderen nichts. Das ist von den ehemaligen oder zum Teil ehemaligen Machern des Westwood Studios. Die stehen hinter Command & Conquer. Und mit Grey Goo bringen sie jetzt bald, nächsten Freitag, ein neues Echtzeitstrategiespiel raus. Aufbau-Echtzeitstrategiespiel. Im Sinne von Command & Conquer, würde man sagen. Da gibt es wieder drei Fraktionen. Sowohl so eine Mutantenfraktion, eine Menschenfraktion und die Grey Goo-Fraktion, die so ein synthetischer oder mechanisches Gebilde ist, ähnlich wie, vielleicht kennt jemand Stargate von euch, die Replikatoren, sowas, so Maschinenwesen, die als Masse agieren und das wird auf jeden Fall recht interessant, darauf freue ich mich schon. Außerdem habe ich ja auf jeden Fall schon Pillars of Eternity gekauft. Würde mich auch freuen, wenn das bald fertiggestellt wird. Pillars of Eternity ist ähnlich wie bei mir schon gezeigt Baldur's Gate. Es soll inoffiziell das Baldur's Gate 3 sein, das sich sehr viele Oldschool-Rollenspieler wünschen. Und ich verspreche mir von Pillars of Eternity eine epische Rollenspielgeschichte. Das wird toll. Außerdem, natürlich, ihr seht es ja gerade auf meinem Kanal, Might and Magic 6 läuft. Also Might and Magic Heroes 6 läuft. Außerdem Might and Magic 7. Heroes 7 ist auch geplant. Und das wird ganz interessant. Might and Magic Heroes 7, da sind ja jetzt schon die Fraktionen bekannt, die jetzt anfangs vorhanden sind. Nämlich die Zuflucht wieder. Necropolis, Bastion, Akademie. Sylvanas, also Waldfestung, das sind eher Elfen. Und Dungeon, das sind eher, ich glaube, früher waren das die Dunkelelfen oder sowas in der Art. Das wird auf jeden Fall richtig Fantasy-like und interessant. Diesmal nicht Inferno mit dabei, aber das hat guten Grund, weil in der Geschichte kann so eine Mondfinsternis oder rote Mondfinsternis, ich weiß gar nicht, wie das genau nochmal heißt, auf jeden Fall nur zu einem bestimmten Zeitpunkt kann die Inferno-Fraktion in die Welt der anderen übertreten, sozusagen eine Invasion durchführen. Und das war ja erst bei Might and Magic 6. So, bei Might and Magic Heroes 6. Might and Magic 6 ist schon wieder was anderes. Deswegen gibt es keine Inferno-Fraktion. Vorerst. Man weiß ja nie, was ein Add-on bringt. Auf jeden Fall, das wird auch fest eingeplant. Bisher. Ich halte mich natürlich extrem flexibel, würde ich mal sagen. Weil man weiß ja nie, was das Jahr noch so bringt. Ich muss zugeben, anfangs des Jahres war ich ratlos, was ich machen soll. Habt ihr wahrscheinlich auch gesehen, also die Videofrequenz auf dem Kanal ist ja deutlich runtergegangen. Das lag einfach daran, weil ich gerade, einerseits wegen den Feiertagen war irgendwie so ein faules Loch dazwischen und da hatte ich keinen Bock, irgendwas zu machen. Irgendwie, vielleicht war es auch, weil ich
zu lange keinen Urlaub mehr hatte und Energie einfach brauchte. Auf jeden Fall jetzt nach den Feiertagen, nach dem Urlaub, wird das jetzt alles viel, viel besser wieder. Ich habe wieder Energie pur und bin bereit für neue Projekte. Aber was da kommen kann, man weiß es nicht. Über die Feiertage hatte ich nur Craft the World, theoretisch. Alles andere ist halt einfach weggefallen. Heroes kam jetzt. Außerdem wird jetzt demnächst wieder ein kleines Horrorspiel dazukommen. Wahrscheinlich so um die 10 Parts bloß, aber ganz interessant. Und es ist eigentlich schon länger raus, aber ich wollte es halt immer schon mal spielen. Hoffe, das gefällt euch auch. Ja, ansonsten Grey Goo und danach müssen wir einfach mal schauen, was das Jahr bringt. Ich bin offen für alles. Mit Curious Expedition und Concrete Jungle habe ich ja letztens wieder zwei eher unbekanntere Titel mal vorgestellt. Sowas würde ich in nächster Zeit auch gerne mehr machen. Muss mal schauen, welche Gelegenheiten sich anbieten. Naja, ich hoffe, diese kleine Info hat euch gefallen. Ich hoffe, es werden ein paar tolle Projekte noch in der nächsten Zeit kommen. Und ich hoffe, ihr habt weiterhin viel Spaß bei meinen Videos. Ciao!